Die erste Verleihung des Michaelspreises fand unter dem Motto Ehrenamt in Krisenzeiten statt. Die Auszeichnung ging an drei Projekte, die sich mit Vorlesen für einen kostenlosen Haarschnitt, Lesevideos während des Lockdowns oder für den Wiederaufbau einer Bücherei im Ahrtal einsetzten. Ja, wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben. Allerdings, wir hätten sie gar nicht gewollt. Also wir haben das nicht gemacht, um irgendeinen Preis zu kriegen, sondern um zu helfen. Und trotzdem sind wir natürlich stolz, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben. Ich finde es wunderbar. Das ist endlich mal ein Preis für die Ehrenamtlichen. Große Dankbarkeit eigentlich, dass man in dem Michaelsbund, in dieser Organisation, dass wir so gut unterstützt werden. Und auch Dankbarkeit den Trägern gegenüber. Und ja, als Motivation weiterzumachen. Naja, der Mediengutschein ist auch nicht so schlecht, ne? Muss ich schon auch sagen. Gerade als ehrenamtliche Bücherei finden wir das natürlich traumhaft, wenn sowas gewürdigt wird. Ja. Weitermachen und noch mehr Ideen haben. In den vom Michaelsbund betreuten Büchereien arbeiten bayernweit rund 11.000 Ehrenamtliche. Auch die Staatsregierung schätzt dieses Engagement. In den Büchereien geht es um Bildungsarbeit, geht es um Jugendarbeit, geht es um soziales Miteinander. Also da wird so viel abgedeckt, dass ich immer wieder natürlich begeistert bin von dieser Büchereiarbeit. Als Preis gab es einen Mediengutschein in Höhe von 1.000 Euro und ein limitiertes Bild der Künstlerin Anna Käse mit dem Erzengel Michael als Motiv. Das katholische Medienhaus St. Michaelsbund setzt sich schon seit langem für einen Ehrenamtspreis ein. Ich denke, wir müssen als Michaelsbund eben gerade unsere Ehrenamtlichen sehr viel mehr stärken, unterstützen, Flagge zeigen für die Ehrenamtlichen. Und das tut man, indem man Preise macht, in die Öffentlichkeit damit geht und ja, die guten Projekte sichtbar macht. Weil es sonst in der Anonymität verschwindet. Und wir haben uns riesig gefreut über die Einsendungen, weil es noch viel mehr als die drei Projekte gibt, die wir heute ausgezeichnet haben, die es eigentlich verdient hätten. Der Michaelspreis soll in Zukunft jährlich verliehen werden.